Hey ihr Teamplayer, willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir sind mit Jesse unterwegs am dritten Tag in Seattle. Und es ist schön, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht wollt ihr mein Teampartner sein hier. Und mit mir gemeinsam das Spiel weitererleben. Danke wie immer für die Likes und die Kommentare. Super, super nett von euch. Und jetzt geht's ins Aquarium. Yay, denn da versteckt sich Abby angeblich. Ich bin mal gespannt, die werden wir jetzt nicht finden. Wir rennen ja die ganze Zeit hier nur hinterher. Die ekelhafte... Da vorne ist Licht. Ah, hier war das, wo die Tür nicht aufging. Ich glaube, also so im Nahkampf gegen Abby, wenn wir keine Chance haben, das wird sich dann wohl auf eine Schießerei irgendwie auswirken. Oh, jetzt kann ich erstmal drei Pfeile machen, guck mal. Bam! Ich habe jetzt den Skill, dass ich drei Pfeile auf einmal herstellen kann mit einem... Also mit einmal Material dafür. Schon ziemlich geil. Mehr Pfeile, mehr Spaß. Und mehr Tote. Gut. Ich wünschte, es hätte ein Upgrade gegeben, dass man mehr Materialien mit sich rumtragen kann. Weil ich finde ja drei so ein bisschen wenig. Aber gut. Hilfst du mir mal? Okay. Ich finde übrigens, Jesse hat eine sehr angenehme Stimme. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hört zu. Sie sagt es dir sicher, wenn... Ist für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Wir sind in dieses Gebiet, warten auf die Einheit. Und dann machen wir dich ganz klar. Letztes Mal. Das wird nicht wie letztes. Hat er gerade gesagt, wir machen die Skars platt? Wir sind alle der Welt. Das kannst du nicht verstehen. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Hey, was da drauf? Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Denk lieber dran, was ist, wenn wir es schaffen. Ey, sag mal, schieß du auch mal. Sie auf! Scheiße! Jetzt bist du am Arsch! Weg! Jetzt komm! Jesse! Du bist nicht ganz sehr hilfreich. Na gut, vielleicht schon. Ach du. So eine miese Drecksau und schießt auf mich dabei. Boah, das Gesicht. Da, da! Nein, oh. Nein! Jesse, du bist nicht hilfreich. Du hast mich gerade weggedrängt, als ich mich versteckt hatte. Das dürfte reichen, sagt er. Ja, wir haben genug getötet. Ich schieß für dich. Sie führen Krieg mit dem verdammten Colt. Hab sie drüber reden hören. Seraphinden oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Skars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Ja, die Skars sind echt widerlich. Aber das hätte ich jetzt alleine besser hingekriegt. Er hat mich halt eben echt geblockt, als ich weg wollte. Mann, Jesse.
erstmal jetzt so ein bisschen sammeln hier. Da müssen bestimmt noch Sachen liegen. Immer dieses Töten, Töten, Töten. Aber ich meine, ich könnte ja auch schleichen, aber ich mach's ja nicht. Ja. Gut, hier ist nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon war. Die sind ziemlich... ziemlich aufdringlich, sage ich mal, die Wolves. Ich meine, wir haben schon so... wir haben wirklich halt schon so viele niedergemäht. Und was machen sie? Werfen uns immer mehr Leute entgegen. Hier so, komm, wir haben ja noch. Komm, hier. Wollt ihr noch mehr töten? Bitte. Da sind nochmal 10. Töte sie. Alle. Wie kommt man da bitte hinter? Geht das überhaupt? Ist da was? Nee, sieht nicht so aus. Komm, bitte. Töte uns. Ja. Wie die Lemminge kommen sie immer mehr angerannt. Ist auch ganz schön brutal hier so ins Gesicht. Und dann ist das ganze Gesicht weg. Ach, das ist ein Kantholz. Nee, lass mal, ich behalte die Axt. Und ess eure Müsli-Riegel weg. Mich halt ernsthaft, welche Munition immer die Schubladen legt. Das war die Flasche. Hm? Wir haben doch hier gar keinen abgeschossen, oder? Muss das Jesse gewesen sein. Boah. Wolltet ihr eigentlich nicht gerade noch drüber reden mit hier, was mit Dina ist und der Schwangerschaft? Ich meine, es wird ja auch lange gezögert, das Ellie zu erzählen, übrigens. Oh, Kinder, hört auf mit dem Tipp. Ich weiß das, dass es hier weitergeht. Sieht man doch. Okay, und jetzt? Vielleicht kommen wir da weiter. Wie da? Soll ich da reinschwimmen? Nee. Seattle Conference Center schon wieder? Da waren wir doch schon mal. Oder nicht? Nicht euer Ernst, ich wollte schon sagen, liegt da jetzt echt was? Ja. Aber gerade das habe ich schon genug. Schade. Ich werde übrigens, wir werden bald wieder aufs Gas treffen. Das ist so... Es ist einfach so sicher wie das Amen in einer Kirche. Ich weiß nicht. Die werden nicht Ruhe geben. Die haben uns ja auch hier schön malträtieren wollen. Und ich wette, die Anführerin, die werden wir auch noch kennenlernen. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Wir bekommen nämlich gerade wieder sehr viel Munition. Fällt euch das auf? Immer wenn es viel Muni gibt, gibt es auch wieder viel Geballer demnächst. Ich habe übrigens gesehen, dass da ein Seil runterhängt. Aber ich glaube, das... Nee. Was sind das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Ist echt so. Ich glaube, Ellie wäre da voll drin aufgegangen. Hätte dann heimlich Leute abgestochen, die ihr die Comics wegkaufen. Halt die Schnauze, zick, zick, zick. Na wieder Scheiße, Joel. Naja gut, wahrscheinlich hätten sie und Joel sich dann nie kennengelernt, wäre es in einer anderen Zeit gewesen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Da hätte er noch seine Tochter, sie hätte wahrscheinlich ihre Eltern, alles gut. Ach Mann.
Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass generell, also auch hier jetzt gerade so eine Abtreibung was Cooles wäre. Boah, ich weiß sowieso nicht. Ich meine, jede Frau sollte das selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht. Aber ich könnte, ich weiß nicht, ob ich das könnte, abtreiben. Andererseits, sie hatten ja auch hier nicht gerade groß die Möglichkeit zu verhüten wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob es hier noch großartig viele Kondome gibt. Ob irgendwelche Spaßvögel da schon längst Mollys draus gemacht haben, so benzingefüllte Kondome. Oh, ein Riesenrad. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Es ist gleich neben dem Riesenrad. Hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Das ist ja mal geil. Verdammt. Da müssen wir wohl schwimmen. Kannst du schwimmen? Ich hoffe doch, Jesse. Hier was ist irgendwo. Aha, da bin ich, Jesse, verarscht. Bah, hier durch den Schlick schwimmen. Guck mal, wie gut das aussieht. Es geht wirklich weg, wenn wir da durchschwimmen. Diese ganzen Algen oder was auch immer. Okay. Wohin jetzt? Das ist so geil, wie hier alles zugewuchert ist. Oh, das sieht auch nicht so sicher aus, wie das Auto da steht. Wow, da ist sogar noch ein Gulli. So. Dann wechsle ich doch mal lieber auf die Schrot. Nee, warte. Ich glaube, da komme ich nicht mehr da rein, wenn ich jetzt da runter gehe. Jesse, bitte mach keinen Scheiß, ja? Also nicht wieder mich irgendwie rumschubsen oder so. Au, Kacke. Das sind Stalker. In Schritt. Jesse! Mann! Spring mir nicht die ganze Zeit vor Gesicht rum. Hau doch mal ab jetzt! Du bist anstrengend! Meine Güte. Das meine ich. Ich bin lieber allein unterwegs. Ist da noch ein Pfeil ganz? Ich hoffe es doch. Nope. Leider nicht. Liegt einer. So, ist gut. Ich höre nichts. War's das? Ja.
Glaub schon. Das glaube ich nicht, dass es das war. Das sind bestimmt noch irgendwelche Stalker. Die ganz leise irgendwo hier rumkrebsen, die ekelhaften. Ne? Interessant. Was habe ich gesagt? Ich höre doch was. Das sind mehr! Stop! Machst du schon? Links von dir! Gibst du auch mal, Jesse? Scheiße, lass das! Sache, der ist so nutzlos wie ein Kropf. Also Entschuldigung, aber Dina war besser, Jesse. Ich mag jetzt Jesse, aber er ist kein guter Kämpfer. An das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Grey ausgesehen. Okay. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen? Und sagt Mitch, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen. Tja. Oh. Kann ich? Nee. Ach, Mann. Ich hatte gar kein Klebeband mehr. So null. Oh, habe ich denn... Auch nichts. Okay, dann mach ich da jetzt nicht sinnlos ein Medipack weg. Ah, diese widerlichen Stalker, die sind so... Aber irgendwie schon geil. Ich find's ja toll, dass es so viele Variationen gibt. Stell dich mal vor, es wird nur Klicker geben. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Okay. Das war's. Ich höre halt immer noch was. Na, schade. Jetzt habe ich wieder zu viel Scheren. Was machst du denn? Aber da geht nicht nur eine Flasche irgendwo. Ach, da vorne. Ah, ist egal. Wir finden schon wieder was zum Schmeißen. Los, Team Jackson. Ja, okay. Verfickte Arschlöcher. Don't leave a bra hanging. Okay, wie gesagt, ich mag okay. Jesse. Aber er ist halt... Ey, er schubst mich nur rum hier. Ich mach's auf die coole Variante. Ja, March, rutsche. Na, Jesse, wärst du auch gern so cool, ha? Huh? Aha. Oh, hier geht's wirklich durch. Oh, muss ein bisschen schneller. Also, sie macht das echt gut. Also, Joel hat ihr das gut beigebracht. Kraulen kann sie schon mal 1A. Aha. Ich dachte, das verschließt das Ding, aber ne, ich behalte meine Machete oder was auch immer das ist. Kukri. Jesse, wollen wir uns darauf einigen, dass ich das Team anführe? Was meinst du? Der geht nämlich schon wieder einfach so frech vor hier. Ach nee, doch nicht. Hä? Ich dachte, du bist schon längst hier oben, Jesse.
bekommst da durch? Mal sehen. Ich wollte noch gar nicht. Ich wollte noch mal gucken. Ich wäre gekommen, weißt du. Wenn du gesagt hattest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich hab zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Ich sag doch, Jesse ist ein Guter. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Wow. Wusste Joel das nicht? Ja gut, sie hat ihm wahrscheinlich dann hier wirklich davon erzählt. Und Riley sagte, sie war ja nur eine Freundin und nicht... Ja, dass sie verliebt war in sie so ein bisschen. Aber dann wusste sie auch nichts von Cat und... Von Dina jetzt ja sowieso dann nicht, wahrscheinlich. Was war das denn gerade? Wie sie gestrauchelt ist. Naja, ist wahrscheinlich auch schwierig, sich dann da zu outen, denke ich mal. Also, ich habe mich nie geoutet. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich denke mal, je nachdem, wie die Bezugsperson so drauf ist und wenn man sich dann outen muss irgendwann, ist es wahrscheinlich schwierig, aber ich denke, ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, da ist es nichts Besonderes. Also die Person, nicht, also wie gesagt, ich will es nicht schmälern für die Person, dass es schwierig ist, sondern, hallo, warum nimmst du nicht die Karte automatisch? Sondern das sollte für die Person, der man es sagt, nichts Besonderes sein, weil Homosexualität ist ja was ganz Normales. Tanager, ich habe eben Teenager beinahe. Willow Vega, Intelligenz 60, Muskelkraft 40, Society of Champions. Die werden immer schwächer, kann das sein, die Helden? Die schüchterne junge Tanager erkannte schon früh, dass ihre Singstimme eine hypnotische Wirkung hat. Aber sie ist gerade erst dabei, diese Fähigkeit zu vervollkommenen. Da sie selbst vor familiärem Missbrauch fliehen musste, ist sie eine absolute Verfechterin des freien Willens. Sie weiß, was es heißt, diesen zu verlieren und kann es oft nicht über sich bringen, ihn anderen zu nennen. Dementsprechend setzt sie ihre Kraft nur als allerletztes Mittel ein. Das macht sie für die Society of Champions zu einer schwierigen Verbündeten. Aber sie als Ass im Ärmel zu haben, hat sie schon mehr als einmal ausgezahlt. Neutrale Heldin. Ja, okay, sie kann mit ihrer Stimme Leute hypnotisieren, sozusagen. Naja. Nee, wie gesagt, was ich jetzt schon gehört habe von Bekannten und Freunden, die homosexuell sind, ist vielleicht auch jetzt für jemanden, der zusieht, ne? Im Endeffekt haben die anderen das viel besser aufgenommen, als sie erst befürchtet haben. Und die sagt dann auch so, ja gut, du bist aber immer noch mit mir befreundet, oder? Oder du bist immer noch mein Kind und so weiter, ist doch scheißegal. Und ich finde, das ist die richtige Einstellung. Das sollte nichts Besonderes sein. Man ist ja immer noch der Mensch, der man vorher schon war. So, das ist meine 50 Cent zu Homosexualität. Ich finde es ganz normal, ist nichts bei. Muss man niemanden für verurteilen, finde ich eh schwachsinnig sowas. So, Pilze. Achso, die sind gar nicht echt, schade. Ach, das ist ja Alice im Wunderland. Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh, das mag sein. Stimmt, ich habe auch gerade gedacht, so, hä, was meint er? Aber eigentlich hat er ja recht, weil Pilze sind ja so das Verderben der Menschheit. Kinder fanden die früher niedlich. Ja, es stimmt. Ja, krass. Hast du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Alien-Geister. Okay. Was ist mit dir, Klugscheiße? Nun, meine Mom hatte nur ein Kinderbuch. Das Wurzelkind. Ein Junge verwandelt sich in einen Wald, um sein Dorf zu retten. Okay. Damit es nicht langweilig wurde, hat Mom sich immer ein anderes Ende ausgedacht. Einmal hat der Junge das ganze Dorf sterben lassen.
Ich hatte Albträume. Gruselig. Das war echt nett von ihr. Ja. Mom ist ein Schatz. Sie wird verrückt, wenn sie von dem Baby hört. Ja, das glaube ich gern. Wow, seine Mom lebt noch? Ich glaube, in der Zeit ist das echt was Seltenes. Oh, guck mal. Echt hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Fellpferd. Es ist etwas, das mit dir passiert. Wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt, nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du echt. Tut das weh? Fragte der Hase. Manchmal, sagte das Fellpferd, denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Oh, wie süß. Ich lese meiner Tochter auch total gerne vor. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay. Ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch, aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur... Ich brauche... Ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. Oh. Irgendwie haben die es, warum auch immer, sehr mit durchgestrichenen Texten in diesem Spiel. Ich danke euch fürs Zusehen. Es war mir eine Freude mal wieder und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. Lasst mir ein Like auf die Folge, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns zu The Last of Us 2 wieder. Bis dann. Tschüss.